Wir haben hier leider einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten zu beklagen. Nach ersten Informationen fuhren gegen 23 Uhr zwei Fahrzeuge hier auf der B482 von Dören in Richtung Wasserstraße. Und zwar ein BMW und dahinter ein Renault Clio. Der Renault Clio scheint nach ersten Angaben den BMW versucht zu haben zu überholen. Dann kam ein LKW entgegen und wie es bis jetzt halt aussieht, nach dem jetzigen Ermittlungsstand, scheint der Clio versucht zu haben, den Überholvorgang abzubrechen. Dann kam es zur Kollision von den PKWs und dem LKW. In welcher Reihenfolge, wie, das müssen halt später dann noch die Auswertung der Spuren ergeben. Da kann man momentan noch nichts Gesichertes zu sagen. Die beiden Insassen des Clios sind schwer verletzt im JWK Minden und in dem BMW, der mit 5 Personen besetzt war, sind leider 4 Tote zu beklagen. Einer schwer verletzt wurde ins JWK nach Minden verbracht. Das ist das, was wir jetzt momentan hier als erstes an der Unfallstelle sagen können. Und jetzt müssen die Kollegen halt eben versuchen, die Spuren auszuwerten.